Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Cyberpunk. So, heute treffen wir uns mit Kelly. Und wie zu erwarten ist das Haupttor zu. Aber macht er nichts. Ganz einfach in die Mauer klettern. Ja, hier ist nichts. Immer reingehen, schauen wir uns erstmal außen genau um. Vielleicht finden wir was Gutes, vielleicht finden wir auch nichts. Auf jeden Fall haben wir schon den Wunsch, dass er selber mit ihnen reden darf. Oh. Mit Wachbots hatte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Was ist denn das für Freak-Tag? Oh, legendär. Zur Zelle braucht Johnny, braucht Carrie. Ja, jetzt putz. Lächerlich. Gucken, was wir hier drin finden. Scheiße, ist das hässlich. Ich hoffe, es war wenigstens teuer. Anders lässt sich diese Spießerbude nicht erklären. Scheiße, wie ein Ausstellungsraum in einem Möbelhaus. Es passt gar nicht zu ihm. Hat er immer auswärts gegessen. Immer. Aber auf jeden Fall mal sagt wieder Texte hier. Wenn ich lese das nicht durch, aber. Der sitzt hier und denkt, wozu habe ich nur all diesen Scheiß? Johnny ist immer noch sehr begeistert von Carrie. Laufband. Sicher das einzige in der Bude, das häufiger mal benutzt wird. Die Karre ist geil, muss ich zugeben. Ja. Ah, das Auto, das hat was. Was ist denn das? Second Conflict. Carrie hatte bei Titeln schon immer einen Hang zu Klischees. Hat sich wohl nichts geändert. Okay, die kenne selbst ich. Arschkriecher. Was ist denn das? Eine alte Single von uns. Keine Ahnung, warum Carrie so einen Scheiß sammelt. Never fade away. Würdest du mich nach meinem Lieblingssong fragen? Wer ist dieser? Ah, hier haben noch ein paar Gitarren. Echt krasse Sammlung. Okay. Jetzt bin ich beeindruckt. Ein paar davon habe ich zu Samurai-Zeiten selbst gespielt.
Was die Klampfe wohl wert sein mag. Vergiss es, unbezahlbar für uns. Carries Lieblingsgitarre. Hey, wo ist er denn jetzt? In der Dusche. Scheint unter der Dusche zu sein. Alleine, zum Glück. Glaub mir. Okay, überlass den Rest mir. Ich hole ihn hier raus. Schmeiß dir eine von Mistys Wunderpillen ein. Na los. Okay. Okay, mal sehen, welche nur zum Angeben und welche tatsächlich spielbar sind. Spiel weiter! Wird gemacht. Nein, das muss ein verdammter Scherz sein. Moment. Was sagte Silverhand mir zuletzt vor seinem Tod? Dass du Samurai verlassen und deinen eigenen Weg gehen sollst. Offensichtlich hatte ich recht, wie so oft. Scheiß Johnny Silverhand. Was zur Hölle? Ich meine, wie? Überraschung. Hurensohn! Schon klar. Hast mich nicht erwartet. Im Gegenteil. Auf den Moment habe ich 50 Jahre gewartet. Siehst anders aus. Eine Typveränderung? Willst wohl hip bleiben. Oh, so in der Art. Was ist mit dir? Scheiße. Johnny Silverhand. Oh Mann, ich brauche einen Drink. Na los, sag schon. Warum rennst du wie ein Klepto-Punk aus dem Afterlife rum? Ha? Das ist wie. Du würdest ihn mögen. Scheiße, Johnny. Das erklärt gar nichts. Nette Bude. Ja. Hab noch nicht viel davon gehabt. Bin eingezogen, nachdem das vierte Album draußen war. Schreit nach Sellout, Carrie. Fick dich, Johnny. Fang gar nicht erst an. Und bei welchem Label? Bei Arasaka. Wo sonst? Morgens nehme ich in ihrem Studio auf und abends schaut Yuri oft zum gemeinsamen Kochen vorbei. Aha. Und bei wem bist du wirklich unter Vertrag? MSM Records. Noch so ein Pfeiler der Gesellschaft. Komm, setz dich. Erzähl mal, wo du die ganze Zeit gesteckt hast. Das ist eine verdammt lange Geschichte. Hauptsache tragisch. Ich hoffe, du hattest ein paar richtig elende Jahre. Denn wenn ich jetzt höre, du warst bei Nomaden, offene Straße, Wind im Haar... Oder hast relaxed im Orbit gechillt und platzt jetzt rein, um mir mein Leben zu versauen? Dann raste ich aus. Hör zu und urteile selbst. Fuck, weißt du noch? Das war das einzige Mal, dass Henry nüchtern und clean war. Ha, und er hat richtig scheiße gespielt. Danny war jedenfalls froh. Wer ist das? Louis, meine Ex-Frau.
Deine was? Ist das ein Witz? Wie lange hat das gehalten? Zu lange. Aber keine Sorge. Hat sich für sie gelohnt. Hab ihr mein Haus in Tokio, die Autos und die Kinder gegeben. Ja, klingt so, als hätte sich's auch für dich gelohnt. Hm? Wusste nie, was Danny an dem Typen fand. Ich meine, die Kleine war clever. Viel zu clever für die Typen, mit denen sie abhing. Naja, Danny stand halt auf Versager, die sich nicht mal selbst anziehen konnten. Henry war perfekt, dumm wie Brot und ständig high. Den konnte sie immer und immer wieder retten. Warum wollte sie mich nie retten? Weil sie sich hätte anstellen müssen. So im Rückblick gesehen, waren das echt die geilsten Zeiten. In rattenverseuchten Löchern zu spielen, vor jedem Gig zu zoffen. Wir hatten keinen Plan, was wir spielen wollten und waren total abgebrannt. Nancy, Kontrollfreak. Henry roch nach Seppern und Pisse. Und ich hab dir ständig die Hosen geklaut. Verdammt geile Zeiten, Mann. Das Gerede, dass du Depressionen hast, stimmt das? Nee. PR-Masche. Der Selbstmordversuch auch? Dachtest du, eine Kugel im Kopf steigert deine Verkaufszahlen? Bei dir hat's nicht geklappt. Kein Arsch kennt mir, Samurai. Du bist doch nur angepisst, weil ich ohne dich klargekommen bin. Scheiße, was soll ich darauf antworten? Hast du noch Kontakt zur Gang? Nur Nance hat ihren Namen zu Bess Isis geändert. Arbeitet für N54 News. Ich könnte Danny und Henry suchen, wenn du willst. Ein kleines Wiedersehen? Könnten zusammen jammen oder so? Danny könnte noch ein Biss sein. Sie hatte richtig Talent. Und Rückgrat. Ja, hat gerade erst was rausgebracht. Ist auch nach North Oak gezogen. Ich dachte, ihr hättet keinen Kontakt? Das weiß ich nicht von ihr. Ich glaube, sie geht mir aus dem Weg. Gehst du denn jemals aus dem Haus? Nope. Henry hat sicher seine Leber gekillt. Nein, das wüsste ich. Wir haben gemeinsame Freunde. Mit ein paar Anrufen sollte ich ihn finden können. Es Isis. Nance ist echt aufs Ganze gegangen. Klingt allerdings eher nach einer Halbtagstripperin mit einem Ägyptenfimmel. Wärst du nicht abgekratzt, hättest du ihr von abraten können. Sie hat also nichts mehr mit Musik zu tun? Wie geht's ihr sonst so? Frag sie doch selbst. Du willst Samurai zurück auf die Bühne holen? Weiß nicht. Für einen Gig? In einem Schuppen, wo uns niemand erwartet? Ich meine, ich hab einen Ruf zu verlieren. Aber ich muss das nicht alles nochmal erzählen, was passiert ist. Das ersparen wir Ihnen. Langweilige Story. Biochips, Arasakas Machenschaften, magische Pillen. Du spielst einfach meinen neuen Input. Also gut, machen wir's. Fuck, jawoll! Okay, ich schick dir gleich Nancys Nummer. Ich red mit Henry und Danny. Wenn ich nicht da bin, klär's mit V. Okay. Kommt ihr beide klar? V liebt mich. Ja, na klar. Wie soll ich? Johnny, alles okay? Nein. Du musst wie sein. Johnny erwähnte, dass das passieren könnte. Habt ihr zwei euch amüsiert? Klingst ein bisschen unzufrieden. Bleib kurz sitzen. Erhol dich. Mach dir um nichts Sorgen.
Was ist mit dieser Konzertnummer? Das hast du gehört? Die Wirkung hatte nachgelassen. Also? Wenn du Samurai live sehen willst, dann ist das die einzige Chance. Und wenn es so endet wie mit Rogue? In einer herben Enttäuschung? Das hier ist anders. Carrie braucht dieses Konzert. Okay. Ich werde Nancy anrufen. Oh, yeah! Nancy? Bess? Bess Isis? Nein, ihr unterbezahlter, überarbeiteter Assistent. 7, N54. Wie kann ich helfen? Ich will mit Bess reden. Sie ist nicht da. Ich rufe aus der Eurodyne-Residenz an. Toll. Bess ist trotzdem nicht da. Sie hätte vor 2 Tagen zurück sein sollen. Sie ist zum Totentanz gegangen, für eine Story über Maelstrom. Ruf nächste Woche wieder an. Oder sie Nachrichten. Wenn ihr was passiert, werde ich als erstes darüber berichten. Hab ein mieses Gefühl wie... Ah, shit! So gut, dann bringen wir die Band wieder zusammen. So, Carrie schon an Bord. Johnny, den Nummer gebe ich dir bitte die Oberhand. Wer noch? Die anderen drei. So, 60. Oh, ich habe schon 60% bei Johnny. Nice. Berichten. Außer Nancy. Okay, dann schauen wir uns hier um. Ich mag deinen Style. Minimalist. Hatte früher auch mal solchen Chrom. Na los, Bewegung! Okay. Auch zum Totentanz? Geile Scheiße. Dritter Stock. Drück mal, meine Finger sind taub. Na los, rein mit dir. Ich hab ein mieses Gefühl beim Maelstrom. Hörst du das? Tinnitus heute. Unsere Jungs. Den Song mag ich. Ja, davon kriegt man bestimmt Tinnitus. Geh schon. Du fällst da gar nicht auf. Man kann mit jedem klarkommen. Fuck. Gibt's doch nicht. Weißt du noch das Tape von All Foods? Das ist der, der den Spider-Bot geklaut hat. Nee, niemals. Der wäre bekloppt, hier aufzukreuzen. Muss ich mal kurz auskotzen, weil mir die Sache einfach nicht aus dem Kopf geht. Ich habe sowas von die Schnauze voll mit so. Der denkt echt, dass der Familie besser geht, wenn wir unsere Seele an den Konzert verkaufen. Ich kenne absolut niemanden, der so verfickt stur ist. Kann sogar nur böse ausgehen. Ein Mega zu arbeiten ist nicht einfach bloß ein Job, das ist eine ganze Identität. Ich traue dir nicht, wo den erwägen. Welches hat. Ehrlich gesagt, ist jeder, der sich mit denen einlässt, selbst schuld. Bei Vorsicht, sei vorsichtig, okay? Oh, und danke übrigens, jetzt denke ich nicht mehr an Soul, sondern an dich. Ist mir auch viel lieber. Danke, wie fühle ich mich schon gleich besser, als wäre mein Gang. Doch, nachdem ich mir die ganze. Nachdem ich geredet habe, bei einer Sache bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn ihr den Kerl ist mit einem Konstant zusammenarbeiten, dann geht das nicht gut für uns aus. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Pass auf die Augen. Alles klar. Machst du das? Na klar. Wieso? Habt ihr noch einen? Habt den ersten geschrottet. Klar.
kleiner Wichser. Kaum zu glauben, wir haben den Hauptgewinn gezogen. Verpiss dich von hier! Jetzt! Wer war das bei All Foods? Ich bin nicht blind. Was willst du hier? Sei vorsichtig bei der. Hast du jetzt das Sagen? Ja. Bist du baff? Hab nur noch nie von dir gehört. Das wirst du schon noch. Bess Isis. Sagt dir der Name was? Kollegin von dir? Nein. Muss sie nur sprechen. Sie soll hier sein. Nur sprechen. Klar. Ich bring dich hin. Oh, ging doch besser als ihr erwartet. Das läuft alles zugeschmiert. Eigentlich sollte ich dir danken. Wofür? Die All-Food-Sache hat sich für mich gelohnt. Ein Vergnügen. Wenn nicht, wollen wir hier mich hier freizuschießen. Aber das ist auch safe eine Falle mit dir. Das ist mit Rückspionage. Nicht. Wir aber. Und wir wollen nicht nochmal so einen Scheiß hier, verdammt! Stopp! Oh. Das habe ich dezent unterschätzt. Die Situation. Jetzt noch verdammt nur Panzerung, aber halte gefühlt nichts aus. Ist Musikjournalistin, ja, ja. Dann treller mal los und sag uns, wer dich wirklich schickt. Die Valentinos? Wie hast du sie bitte durchsucht, Tonda? Dass sie trotzdem noch Hilfe rufen konnte? Das ist Nance. Sieht übel aus. Was? Ich hab keinen gerufen. Ich kenn den gar nicht. Wir aber. Und wir wollen nicht nochmal so einen Scheiß hier, verdammt! Wie? Carrie Eurodyne schickt mich. Carrie? Fuck, ich raff nichts mehr. Echt nichts. Hab wohl zu viel Zeit mit Paranoia Patty da drinnen verbracht. Es geht um Samurai. Erklär ich später, okay? Okay. Hauen wir ab. Dann geh ich mal hier raus. Da drüben ist ein Aufzug. Gehen wir. Ah. War doch klar, läuft viel zu gut. Okay, ich sollte vielleicht unbedingt mal eine andere Waffe nehmen. Meine
Meine ich gehen die Waffe von Johnny, die ist gut, aber. Ich brauch da auch mal ein paar Fertigkeitspunkte. Ich muss zwar noch Gewehre leveln. Das ist ja eigentlich schon alles so hoch, wie es geht. Okay, das heißt, ich bastel jetzt ein schönes Gewehr zusammen. Aus irgendeinem Grund, warum hat die Brille nicht auf? Kein Wunder, dass ich sie Schaden gekriegt habe. Weil ohne diese Scheißding kriegt natürlich auch nicht Damage. So. Jetzt werden das ganz nicht möglich. Powerschrotflinte brauche ich nicht. Brauche ein Gewehr. Jetzt kann ich herstellen. Das wird glaube ich nicht. Ich kann die nicht nutzen. Die ist zwar gut, aber nicht das, was ich gerade suche. Powerschrotflinte? Nein. Okay, scheiß drauf. Zwei, drei, vier. Erhöhte Winkel von Querschlägern, geringe Streuung. Machen wir das hier drauf. Okay, ich sage nicht den Weg, den ich gehen sollte. Meine Freizeit, die Waffe haben noch einen ordentlichen Rückstoß. Bin jetzt nicht gut mit Gewehren. Oh fuck, das wird glaube ich nicht. So scheiß lahm. Mein Auto ist draußen. Darf ich jetzt mal? Danke. Alles in Ordnung? Ging mir schon besser. Die Schlampe war überzeugt, ich wäre eine Schnüfflerin.
Okay, komm. Scheiße, hoffentlich ist mein Auto jetzt noch da. Raus damit. Warum bist du wirklich hier? Für eine Story über die Musik im Totentanz. Kein Wunder, dass Patricia dir das nicht abgekauft hat. Das Auto? Oh, diese dreckigen Wichser! Gibt Schlimmeres. Ist doch ein nettes Andenken. Scheiß auf Andenken. Ich fahr direkt zurück zum Schneiderraum. Komm mit, wenn du reden willst. Hoffentlich kommen wir in der Schrottkarre in einem Stück an. Das hoffe ich auch. Okay, also was will Carrie? Samurai zusammenbringen. Für einen Gig, eine Nacht. Ohne Silverhand gibt es kein Samurai. Der Gig ist ein Gedenken an Silverhand. Was ist auf einmal in Carrie gefahren? Dachte er, wäre längst darüber hinweg? Na gut, spielt wohl keine Rolle. Was hab ich davon? Ein Wiedersehen mit alten Freunden? Ach komm, Freunde waren doch nur Carrie und Johnny. Wir waren nur Anhängsel, die ihnen manchmal im Weg waren. Also, was willst du? Ein Interview mit Carrie? Könnte selbst irgendeinen Scheiß zusammenschreiben. Ich will Zugriff auf all seine Kontakte und Partner im Geschäft. Oh, das sollte wohl überhaupt kein Problem sein. Hier den Labor nicht. Skippen. Wir sind da. Steig aus. Okay. Und was ist mit dem Konzert? Sag Harry, ich kümmere mich drum. Wir hören uns. Okay. Danke. Okay. Das lief verdammt gut. Ruf Carrie an. Hey. Wie war's? Hast du Nance erreicht? Ja. Sie ist dabei. Wir sogar den Gig organisieren. Immer noch ein Kontrollfreak. Schön. Gab ein paar Reibereien mit den netten Leuten von Maelstrom. Geile Sache. Hör zu, ich hab Henry erreicht. Nun, hab ihn aus dem Zug geholt. Ist eine coole Story. Henry wusste nicht, dass Danny die ganze Zeit in Night City war. Ist gerade auf dem Weg zu ihr. Wird eine Überraschung. Wir treffen uns alle bei Danny. Ich etwa auch? Warum? Du willst doch mit uns spielen. Dann musst du die anderen treffen. Ich schick dir die Adresse. Okay. Scheiß OP, Polizei. Warum ist wieder alles ruhig? Die Polizei checke ich einfach nicht. Da hoch, okay. Waren da hinten nicht die? Ach, egal. Siehst du das hier? Was ist denn hier passiert? Wir waren wohl am Renovieren und Henry hat den Laster genommen. Der Depp konnte immer gut improvisieren. Vielleicht sind sie zu Hause. Klingel mal.
Ah, Baby. Also nicht. Müssen wohl einen anderen Weg finden. Ist klar. Dann werfen wir die Spuren. Carrie ist scheinbar schon hier. Hast du den Arsch offen? Junge, Junge. Danny? Kommt mir scheiß Was? Bekannt vor. Was machst du hier? Gut, dass du da bist. Ist das nicht dein Haus? Ist das dein Scheißpool? Wir können erstmal ein bisschen streiten. Wir reden später. Wir reden später. Erstmal schnell umgucken. Ich hebe es aber auch nicht bei jedem einzelnen Audiopod auf. Gut, dass du da bist. Gibt ein Problem. Ist das etwa Henrys Überraschung? Ha, mir ist offensichtlich was entgangen. Scheint irgendwie einen Groll zu hegen. Also hat er den Pool mit Beton gefüllt? Ist das dein Pfleger? Für den Fall, dass du vergisst, warum du überhaupt hergetorkelt bist? Carrie hat mich geschickt. Wegen dem Konzert. Welches Konzert? Warum redet er nicht selbst mit mir? Wir bringen Samurai zurück. Nur für eine Nacht. Dafür will er die Crew wieder zusammentrommeln? Klingt cool. Wird aber nicht passieren. Ich spiele nicht mit diesem Arschloch. Danny. Nein, niemals. Er oder ich. Entscheidet euch. Wenn Danny auf stur schaltet, war's das. Wie läuft's? Scheiße. Danny will mich nicht beim Gig dabei haben. Dabei hatten wir uns schon längst geeinigt. Was denn? Carrie bezahlt dich? Darum geht's also. Scheiße, echt fantastisch. Dann nehmt den Arsch mit und verpisst euch von meinem Grundstück. Ich will das nicht entscheiden. Die Entscheidung liegt wohl bei dir. Fuck, kostet mich echt an, dass Danny auf einem Machttrip ist und Bedingungen stellt. Andererseits ist Henrys Hirn nur Skop. Auf den ist kein Verlass. Danke. Echt hilfreich. Kann mir jemand sagen, was passiert ist? Bist du blind? Die Sau hat meinen Pool mit Zement gefüllt. Vielleicht aus gutem Grund. Ernsthaft? Ein Grund? Was sollte der Scheiß mit ihrem Pool? Du wusstest, Carrie will, dass Danny mit uns auftritt. Wollte nur einen Schlussstrich ziehen. Schöne Scheiße. Auf einen müssen wir wohl verzichten. Kein Problem, das geht schon. Springt sicher jemand für den Gig ein. Ist aber nicht dasselbe. Es wird nie wie früher sein, Carrie. Ach, schon gut. Dann lass uns mit Danny spielen. Fuck, Carrie! Ernsthaft? Sie macht doch so einen Scheißaufstand, nicht ich! Hör zu, ich geb dir... Weißt du was, Carrie? Fick dich! Kein Glück, dass Silverhand das nicht mit ansehen muss. Fertig? Dann hau ab. Witzig, dass ich noch nicht jemand hat. Und? Was ist jetzt mit Nancy? Ist auch dabei. Sie plant alles und sagt uns Bescheid. Wir sehen uns bei der Show. Fuck! Jetzt muss ich jemanden finden, der das richtet. Nein, aber ist er da. Okay, mehr können wir jetzt nicht tun. Müssen nur auf Nancys Anruf warten. Okay, warten auf Nancys Anruf. Warten. 24 Stunden. Wenn das nicht geht, warte mal 3 Tage. Bist du auch hier?
Haben wir noch was erst? Okay, wir haben noch eine Nebenmission, die sie kriegt. Ich wollte eigentlich mal eine Mission an ein Stück mal hintereinander ein Stück mal fertig machen. Und nicht immer was anderes zwischendurch zur Kacke. Wenn ich gehe mal hoch zu den Aldo Kaidos und sage Panama, hallo. Und weil ich Böder spüre, einfach das mal mit was anderes machen. Ich weiß es nicht. Aber mit einem Tag Worten regelt sich das ja nicht. Wie scheint. Ah, wir können mal schlafen. Auch schön in Panama aufzuwachen. Endlich, das jedes Mal. Okay. Ja? Was gibt's? Kann ich mit Zoll reden? Nee. Müssen wir was anderes machen. In der Zeit, River warten wir noch. Da warten wir noch drauf. Das war alles ja auch kein Bock. Machen wir das hier mal. Was willst du? Nein, das war's schon. Na gut. Wie? Na gut. Hab gehört, du hast einen Nein, Job. Hast du vergessen. Richtig. Ich brauche einen Fahrer. Mhm. Und wofür genau? Du weißt schon. Dies, das. Muss ein paar Erledigungen machen. Freunde besuchen. Nichts Besonderes. Aber genug gelabert. Lass uns direkt zum Geschäftlichen kommen. Habe gehört, du bist der Beste in der Stadt. Ich arbeite gern mit den Besten und weiß, dass das seinen Preis hat. Die Details erspare ich dir jetzt mal. Ich meine, wenn es stimmt, was man über dich sagt, kannst du alles regeln. Also, was meinst du? Hast du das Zeug für den Job oder ist dein Ruf fake? Okay, ich bin dabei. Japantown, beim Eingang zum Markt. Hupe ein paar Mal und ich komme zu dir. Bis dann, Wee. Okay. Ich hoffe, nach der Mission können wir da weitermachen. Was soll nehmen wir denn? Nehmen wir den Porsche? Ja, ich glaube, wir nehmen den Porsche. Oh nein. Mit der Clownsnase. Hey, bist du wie? Oh, leck mich. Das beantwortet nicht die Frage. Du hast da was in deinem Gesicht? Die Granate. Darf ich fragen, warum? Ein Unfall beim Jonglieren oder so? Ziemlich uncool. Du fragst mich was Persönliches noch, bevor du dich selbst vorgestellt hast. Du bist wie? Korrekt? Ja, das bin ich. Gut, dann mal los. Wohin denn?
Little China. Ich hab Lust auf Huhn Kung Pao. Schön scharf gewürzt. Okay. Sind Sie bequem so? Stört dich das nicht? Was? Die Granate. Also die in deinem Gesicht. Man gewöhnt sich dran. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich beim Popel nicht den Stift ziehe. Ganz nett hier. Hat sich viel verändert. Wo kommst du her? Brasilien. Also, da unten in Süden. Ich weiß, wo Brasilien liegt. Bei euch Gringos weiß man nie. Der Porsche fährt sich beschissen. Kennst du die Tiger Claws? Wer nicht? Wir sind da. Warte hier auf mich und lass den Motor laufen. Wir sind hier nur, weil du Hunger hast? Kann man so sagen. Was hat er vor? Was war das? Bist du so eine Art Granatenfetischist? Keine Zeit, dich zu erledigen! Ihr steckt gleich Blei, ihr Wichser! Wäre besser gewesen, wenn du gleich gesagt hättest, was du hier abziehen willst. Du bist gut. Da haben die Leute recht. Echt verdammt gut. Nur leider hast du einen Stock im Arsch. Naja, das war's dann mit uns beiden. Viel Glück, B. Und entspann dich etwas, ja? Erklärst du mir jetzt diese Nasensache? Ach ja, es gab einen Streit mit meinem Bruder und er hatte eine Zange. Oh Mann, Geschwister. Du hast ja keine Ahnung. Ich hätte mir eine neue holen können, aber so passt das irgendwie besser zu meinem Stil. Okay. Und ich komme so mit den Mädels ins Gespräch. Muss sie nur nach dem Taschentuch fragen. Und, funktioniert's? Nicht wirklich. Und meine Bezahlung? Was soll damit sein? Hier, wie gesagt, die Besten. Haben wir einen Preis. Mach's gut, weh. Und nie an der Nase herumführen lassen. Boah, komm, Nasenwitz. Das kannst du nicht machen. Was würde passieren, wenn ich da hinschießen würde, seine Nase? Geht nicht. Das ist blöd. Lol, wieso kriegt ihr keinen Schaden? Wieso kriegt ihr keinen Schaden? Wieso kriegt ihr keinen Schaden?
bin ich nun? Da sind wir zu hoch. Achso, ich kann keine Schnellreise machen, solange ich im Kampf bin. Jetzt einfach 24 Stunden warten, da geht's einfach mal weiter. Bitte. Bitte. Ohne Quest. Nein. Weil ich will die Mission nicht machen. Da rede ich jetzt mit dem Persalis. Ich bin ganz artig, ich finde das Sturmgewehr scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich glaube, ich den Auto kann hier nicht auf mein Lager zugreifen. Dann nehmen wir den hier. Bei dem geht's definitiv. So, haben wir nicht unten ein geiles Sturmgewehr? Irgendwas Geiles. Nee. Ich habe schöne Pistolen und all so ein Scheiß, aber leider kein Sturmgewehr. Vielleicht ein Präzisionsgewehr. Auch nicht gut. Danke. So, Perforales, was habt ihr denn für mich? Was soll ich für euch tun? Zwei Vorteilspunkte kann ich kriegen. Das ist gut. Schön, dich wiederzusehen. Ist was passiert? Komm mit. Jeff wird dir alles erklären. Er ist fast fertig Mike, mit den Vorbereitungen. Über den Eckpfeiler meiner Plattform. Ich habe übrigens alle seine Meetings heute nach draußen verlagert. Nur weil Night Corp. Wir sind hier Nein, also ganz ich werde niemandem ungestört. Den verfickten Schwanz lutschen. Ungestört bei was genau? Erfährst du gleich. Hey, ich muss los. Für den Gig ist alles gerückt. Heute Abend im Red Dirt. Hast du mit Carrie gesprochen? Er macht keinen Rückzieher oder so? Jefferson. Nein, auf keinen Fall. Setz dich bitte. Er ist total geheim. Du musst sicher wissen, warum du hier bist. So habe ich ihn seit den Silverhand-Tagen nicht mehr gesehen. Was ist mit Henry? Er ist nicht an Bord, oder? Ach, hab's gar nicht versucht. Auf den Sack verschwende ich keine Kraft. Na gut, dann bis heute Abend. Wir sollten um nicht deine zu lange Gitarre warten. Musst du dich nicht kümmern. Hab das Equipment schon zusammen. Auch schön.
Tut mir leid, kam was Wichtiges dazwischen. Nö, die können jetzt warten, das ist absolut scheiße, ihr redet mit Cyberpunk. Warte 3 Tage, ich warte 3 Tage. Nusch! Warte einen Tag, ich warte 3 Tage, ich warte 4 Tage, warte 5 Tage. Start eine Mission. Hm, ja, jetzt geht's auch weiter. Fuck you. Oh nein, was seid denn ihr, Polizei? Trauma-Team. Wir werden angegriffen! Oh nein! Guck dir an, wie die spawnen. Die spawnen direkt vor der Nase. Die soll wohl da auch mal gegen Cops kämpfen können oder sowas. Wie soll das gehen? Hashtag gar nicht. Es geht nicht. Wie soll ich denn sonst effektiv mal Gewehre leveln? Geht ja auch nicht. Naja, egal. Ist nicht wichtig. Probieren wir es mit denen einfach nochmal. Auf einmal ist Trauma-Team weg, ganz mysteriös. Bist auch lächerlich, du schießt 3-4 Mal auf die, gefühlt keine Reaktion, trotz Verlangsamung. Okay, vielleicht müssen die Kugeln ein bisschen fliegen, aber keine Reaktion. Weißt du, einfach die Tech-Waffen besser, ich weiß es nicht. Hey, wie? Wie? Ich hab was für dich. Falls du es nicht wissen solltest. Die hat mal Silverhand gehört. Fuck, Nancy hat's echt drauf. Flüster ihr einfach mal Mikoshi ins Ohr. Dann sind wir fein raus. Wie fühlst du dich so kurz vor der Show? Schräg. Als ob ich gleich so tue, als ob ich ich wäre. Und ohne Johnny? Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber der Bastard fehlt mir. Sagst du mir, was damals mit Henry passiert ist? Das ist Vergangenheit. Er ist ständig in Scheiße geraten und ich musste ihn wieder rausholen. Du warst es leid, dir ständig die Hände schmutzig zu machen? Falsch. Ich hatte ihm einen Gig mit einer guten Band klargemacht. Er wurde clean. Alles lief großartig für ihn im Leben. Darum hat er mich aus seinem Leben gekickt. Er brauchte dich nicht mehr. Für eine Weile. War einen Monat mit seinen neuen Leuten feiern. Dann haben sie ihn rausgeschmissen, weil es wieder ausuferte. Hab ihn auf der Straße getroffen, total fertig. Hat mir sogar eine Ohnmacht vorgetäuscht, um mich rumzukriegen. Was hast du gemacht? Hab ihn dagelassen. Und dafür gesorgt, dass er mich nicht mehr findet. Sagst du mir, was damals mit Henry passiert ist?
Das ist Vergangenheit. Oh Gott. Er ist ständig in Scheiße geraten und ich musste ihn wieder rausholen. Du warst es leid, dir ständig die Hände schmutzig zu machen? Falsch. Ich hatte ihm einen Gig mit einer guten Band klar gemacht. Das ist jetzt blöd. Er wurde clean. Alles lief großartig für ihn im Leben. Darum hat er mich aus seinem Leben gekickt. Was ist dann passiert? Stehst du auf Drama? Er war mit seinen neuen Leuten einen Monat feiern, ohne mich. Dann haben sie ihn rausgeschmissen, weil es wieder ausuferte. Hab ihn auf der Straße getroffen, total fertig. Hat mir sogar eine Ohnmacht vorgetäuscht, um mich rumzukriegen. Was hast du gemacht? Hab ihn dagelassen. Und dafür gesorgt, dass er mich nicht mehr findet. Danke, dass du den Gig organisiert hast. Ach komm. Carrie konnte sich ohne mich nicht mal am Arschloch kitzeln. Silverhand war sicher nicht anders. Ach, schlimmer. Carrie hat wenigstens getan, was ich wollte, ohne mich zu nerven. Wo ist Carrie? Sollte gleich hier sein. Er meinte, du spielst wirklich gut? Ich hoffe, das stimmt. Gibt nämlich keine Generalprobe. Klar, wollen die Menge ja nicht enttäuschen. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was das für Leute sind. Laufpublikum. Carrie wollte nicht, dass das die Runde macht. Naja, das wird sich noch zeigen. Meinst du, die Medien haben Wind bekommen? Garantiert. Hyänen. Mach dir besser um Henrys Ersatz Sorgen. Carrie hat Rowson von Cutthroat an Bord geholt. Hab ihn schon spielen gesehen. Und? Hat er was drauf? Er ist okay. Okay halt. Du bist das Überraschungspaket. Pillenzeit. Sei unauffällig. Und wenn ich wieder Blut spucken muss? Reiß dich zusammen. Das ist Carries große Nacht. Hab das Gefühl, Nancy glaubt... Ready to thrash. Weiß nicht. Vielleicht ist das eine schlechte Idee. Das wird dir jetzt ein? Es wird schlimmer. Vielleicht ist der Gig es nicht wert. Gut, geh du spielen. Ich lehne mich zurück und wisch mir das Blut aus den Ohren. Ja, ja, schon gut. Viel Spaß. Das ist Drowson von Cutthroat. Hey, bin ein Riesenfan. Du auch? Hab alle Alben, ich meine, ich hätte nie gedacht... Chu, er ist wie du nur ein Fan. Wenn du mit einem Star reden willst, red mit mir. Und hör auf zu zittern. Ich glaube, ich zittere fast noch schlimmer. Lampenfieber oder meinetwegen? Fick dich. Hab dich auch vermisst. Also gut, ziehen wir es durch. Yeah.
Abgefuckt. Was denn? Ich war richtig aufgeregt vor dem Auftritt. Als hätte ich was zu beweisen. Mir, dir, wem auch immer. Aber ich hatte einfach nur Spaß. Mehr nicht? Würdest du das nochmal machen? Oh. Nein. Das war genug. In dem Fall, hier, nimm, als Andenken. Bist du sicher? Ohne dich spiele ich nicht. Wäre einfach nicht dasselbe. Ha, netter Versuch. Aber ich spiele auch ohne dich. Johnny! Oh. Ist weg, oder? Ja, aber er kann dich noch hören. Danke, aber ich bin nicht in der Stimmung für schwebende Tische und Stimmen aus dem Jenseits. Vielleicht solltest du das besser an dich nehmen. Ja, wie war der Gig? Ziemlich geil. Samurai war wie neu geboren. Schade, dass ich's verpasst hab. Naja, kannst ja mich live sehen. Was für ein schönes Geschenk. Damit wollte ich Johnny erschießen, als er bei mir eingebrochen ist. Mit anderen Worten, mich. Ja, und davor... Ach, vergiss es. Cool. Fühl mich, als wäre ich nach 50 Jahren Schlaf endlich aufgewacht. Dann mal zurück an die Arbeit. Pass auf dich auf, Vi. Wir bleiben in Kontakt. Wie fühlst du dich, Vi? Nicht zu fassen, dass dieses Arschloch Carrie dich hängen gelassen hat. Musste wohl dringend was erledigen. Schreibt sicher schon an seinem nächsten Song. Das wolltest du doch, oder? Dass es ihm besser geht? Besser, aber nicht so gut. Johnny, verlass mich nie wieder. Ohne dich kann ich nicht leben. Ein bisschen davon hätte nicht geschadet. Ich hoffe, das war das letzte Mal. Viel mehr ertrage ich nicht. Ich auch nicht. Und ich bereue schon fast, dass du überhaupt eingewilligt hast. Ich habe doch tatsächlich ein Danke wie erwartet. Du meintest, das wäre dir wichtig. Für Carrie. War es, aber nicht wichtiger als du. Carrie hat sein Leben zurück. Dabei sollte ich mir Sorgen machen, wie wir deins zurückholen. Gehen wir. Scheiße, sowas habe ich noch nie gehört. Und das wirst du auch nie wieder. Hey, wir haben eine neue Waffe. Und die Hälfte meines Equips ist weg. Alter. Das ist doch scheiße.
Und mach mal die Scheißwaffen weg. Archangel. Burscher Schockschalen mit der Chance, Türme auszulösen. Stockbringer der Rückschuss. Ein absoluter himmlischer Waffe mit teuflischem Flair. Ein wahres Kunstwerk, aber ein Museum wäre es verschwendet. Power Revolver. Na gut, aber jetzt hätten wir den Persales bei ihren. Nancy, es ist an und befrage sie zu Swedenburg. Nein, wir machen das in Dreamhorn. Aber das machen wir auch wieder in der nächsten Folge. Ich bin echt froh, dass es ja, jetzt mal geklappert mit diesem Gig. Ich dachte, ich muss echt, dass die Persales-Mission machen. Das ist echt scheiße, die macht einen Cyberpunk, aber naja. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.